Captain, schauen Sie mal. Was gibt's denn, Commander? Ich bin mir nicht sicher, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Ich empfange Signale, die nicht eindeutig identifizierbar sind. Höchste Sicherheitsstufe. Wir müssen herausfinden, was das zu bedeuten hat. Aktivieren Sie den Zentralcomputer. Zentralcomputer aktiviert. Captain, es scheint sich um eine höher entwickelte Spezies zu handeln. Unglaublich. Sie sind uns weit überlegen. Das sind technische Details. Was aber bedeuten sie? Bleiben Sie dran. Der Computer arbeitet auf Hochtouren. Jetzt wird es deutlicher. Ich kann es klar erkennen. Nintendo! Nintendo 64! Ich will alles erfahren. Ich muss genau wissen, um was es sich hierbei handelt. Informationsdisplay aktivieren. Aktiviert. Sprachmodul aktivieren. Aktiviert. Sie sehen, Nintendo 64, die 64-Bit-Power-Maschine für unglaubliche 3D-Welten. Gehen Sie näher ran. Cartridge-Technologie, keine Ladezeiten, Plug-and-Play, sofort einsatzbereit. Was bedeuten die vier Anschlüsse an der Vorderseite? Eingebauter Vier-Spieler-Adapter. Genauer. Gleichzeitiges Spielen von bis zu vier Spielern. Der gemeinsame Weg in eine neue Dimension. Was ist los, Commander? Gehen Sie auf Frequenzkontrolle. Multifunktionaler Controller in 6 Farben. Optimale Kontrolle der 3. Dimension. Integrierter 3D-Analog-Joystick. 360-Grad-Bewegung, stufenlos und präzise. Genial! Schauen Sie, ein Controller-Pack? Moment, ich versuche herauszufinden, was das ist. Controller-Pack wird an der Unterseite des Controllers eingesetzt. Zusätzliches Speichermodul für Spielstände, neu entwickelte Charaktere und Highscores. Was ist denn jetzt los, Commander? Keine Ahnung. Finden Sie es raus. Ist das ein Angriff? Machen Sie schnell. Schutzschilde sind aktiviert, aber ich sehe gerade... Ja was? Was jetzt sagen Sie schon? Rumble Pack, neueste Force-Feedback-Technologie. Jeder Schuss, jeder Zusammenstoß wird fühlbar. Realistische Vibrationen. Man sieht, was man fühlt. Korrektur, es muss heißen, man fühlt, was man sieht. Zentralcomputer, fassen Sie zusammen. Nintendo 64, die Konsole des Jahres 97. 64-Bit State of the Art. Plug and Play durch Cartridge-Technologie. Eingebauter Vier-Spiele-Adapter. Rumbleback. Multifunktionaler Controller mit 3D-Analog-Joystick. Controller-Pack-Speichermodul. Erweiterungsfähig durch 64DD-Laufwerk und Memory-Expansion. Fazit: ultimativer Spielspaß. Commander, wir brauchen noch mehr Informationen über Nintendo. Sofort. In Ordnung, ich rufe Sie ab. Allgemeine Nintendo-Informationsdatei. Starte Wiedergabe. Unbeschreiblich ist. Ein Name, der spannende Abenteuer garantiert. Die Power für coole Spiele. Jeder kennt sie. The Power of N. Spiele in neuen Dimensionen. Das ist 64-Bit-Technologie. The Power of N. Action, Fun und Abenteuer. Das totale Spielerlebnis. The Power of N. Die besten Ideen für neue Spiele, Hand in Hand mit den Top-Spieleentwicklern. The Power of N. Die beliebtesten Figuren, die aufregendsten Spiele, die coolsten Tricks. The Power of N. Nintendo 64. Super Nintendo. Game Boy. Alles, was Spaß macht. The Power of Nintendo. Faszinierend. Captain, der Computer hat noch detailliertere Informationen. Es ist eine riesige Nintendo 64 Software-Datenbank. Schauen Sie, es geht los. Message from General Pepper. Priority 1. We need
your help, Star Fox. Andross has declared war. He's invaded the Lylat system. Lylat Wars, Fox McCloud is back. Und es droht Gefahr, denn Andross hat dem Lylat-Sonnensystem den Krieg erklärt. Nur mit deiner Hilfe kann das Star Fox-Team die Invasion aufhalten. Das Lylat-Sonnensystem besteht aus 15 abwechslungsreichen Planeten. Erforsche die aufwendig inszenierten 3D-Welten und besiege die gegnerischen Streitkräfte. Der Spielverlauf ist nicht linear, das heißt, dein Erfolg in jeder einzelnen Mission bestimmt den weiteren Spielverlauf. Insgesamt gibt es 25 verschiedene Wege zum Ziel. Beherrschen ihr Handwerk. Muss schon sagen, präzise Flugmanöver. All range mode. Es gibt zwei verschiedene Flugformationen. Bei der offenen Formation bewegen sich alle Teammitglieder vollkommen frei im dreidimensionalen Raum. Die Teammitglieder, erkennbar an den farbigen Symbolen, unterstützen dich bei deiner Mission. Außerdem stehst du die ganze Zeit über mit den Teammitgliedern in Funkkontakt. Das Spiel verfügt über mehr als 600 Sprachsamples. Neben Hilferufen und Erfolgsmeldungen erhältst du auch nützliche Tipps. Entweder Informationen über Schwachstellen der Gegner oder Anhaltspunkte für Missionsziele. All units report. The hatches are open. Bulldog unit, don't let anything. Die Außerirdischen unter euch können auch die lylatanische Sprachausgabe wählen. What the heck is that? Am Ende jeder Mission erwarten dich riesige Gegner. Mein Gott, schauen Sie, diese Greifarme. Gigantisch. Let me handle this. Das Star Fox Team muss jetzt seine geplante Route ändern. Bei der Befreiungsaktion steigst du auf ein neues Fahrzeug um. Jetzt ist dein ganzer Einsatz gefordert, denn das Monster hält den A-Wing in seinen Klauen gefangen. What are you doing? Hurry up! Captain, wir haben es geschafft. Operation erfolgreich ausgeführt. Für Unterwassereinsätze steht dir ein drittes Fahrzeug zur Verfügung. Diese Lichtreflexe sind einfach unglaublich. Natürlich kannst du jederzeit zwischen verschiedenen Perspektiven wechseln. Wenn du eine besondere Herausforderung suchst, kannst du zusätzlich zu den einzelnen Missionen verschiedene Medaillen verdienen, die zusammen mit deinen Highscores auf dem integrierten batteriegestützten Speicher gesichert werden können. Im Vier-Spieler-Modus können bis zu 4 Spieler gegeneinander antreten. Und die waghalsigen Flugmanöver, die du im gesamten Spiel erlebst, sind hier besonders nützlich. Spannende Duelle garantiert.
Das Rumble Pack, ein neues innovatives Zubehör, macht das Spielgefühl noch viel intensiver. Erschütterungen und Treffer werden durch Vibrationen des Controllers spürbar. Dabei unterscheidet das Rumble Pack zwischen leichten Remplern und gewaltigen Explosionen. Übrigens, das Rumble Pack ist bei Lylat Wars gleich mit dabei. Tja, das war ein Endgegner. Und was für einer. Aber es gibt noch viel, viel mehr. Incoming enemy from the rear. Drop altitude. That's it, boss. Eat and drop. Ah, so this is Star Fox. My Emperor, I failed you. What's going on? He's running away. Lylat Wars wurde produziert von Shigeru Miyamoto, dem wohl berühmtesten und genialsten Spieleprogrammierer der Welt. Und Fox McCloud ist nicht die einzige Figur, die er erschaffen hat. Was ist denn das? Vitamine, Sir. Dies ist die nächste Datei aus der Nintendo 64 Software-Datenbank. Der wohl älteste und bekannteste Bananenesser der Videospielgeschichte ist Donkey Kong. Sein kleiner Freund Diddy Kong tritt zum ersten Mal in seinem eigenen Spiel auf. Und hier ist er in Diddy Kong Racing. Absolut neues Renn- und Actionspektakel erwartet dich. 30 verschiedene Kurse mit außergewöhnlichen Streckendesign bieten nicht zuletzt durch die neu entwickelte Real Dynamic Animation Technik der Softwareschmiede Rare ein gigantisches Fun-Erlebnis. Ein Tipp: Achte besonders auf die Balance. Du wirst schon sehen, warum. Es gibt 8 verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Eigenschaften. I'm Diddy. Ob im Buggy, im Luftkissenboot oder aber im Flugzeug. Es geht immer voll die Post ab. Die Strecken, die dir im Rennmodus zur Verfügung stehen, musst du zuerst im neuartigen Abenteuermodus entdecken. Im Abenteuermodus findest du auch die verstreuten Teile des Amuletts wieder, die du brauchst, um das verzauberte Königreich zu befreien. Deine Erfolge werden durch den integrierten batteriegestützten Speicher gesichert. Du befindest dich in einer gigantischen 3D-Welt, in der es 5 riesige, unterschiedliche Landschaften gibt. Diese Welten kannst du nur erreichen, wenn du eine gewisse Anzahl an Ballons gesammelt hast. Mit dem Buggy kommst du hier nicht weiter. Den haben wir doch eben schon mal gesehen. Wer ist das eigentlich? Nicht identifizierbares blaues Objekt. Sieht orientalisch aus. Probier's mit dem Luftkissenboot.
Tja, klappt leider auch nicht. Hello, friend. Select your vehicle. Dalekazam. Can I help you further? Bye-bye for now. Na also, geschafft! Jetzt betrittst du eine neue Welt. Wie in jeder der fünf Landschaften musst du auch hier verschiedene Aufgaben lösen. Auf den Rennstrecken musst du alle Silbermünzen einsammeln. Eine weitere Herausforderung ist es, den blauen Elefanten in einem heißen Wettrennen zu schlagen. Hier musst du Dino-Eier sammeln. Sieger ist, wer zuerst genügend Rieseneier in Sicherheit gebracht hat. Und natürlich dürfen auch Endgegner nicht fehlen. Jetzt hast du die Wahl. Im Vier-Spieler-Modus kannst du sogar mit verschiedenen Fahrzeugen starten. Ach, Commander, fragen Sie doch mal den Computer, ob dieses Spiel mit dem Rumble Pack funktioniert. Dieses Spiel ist Rumble Pack tauglich. Nicht nur sehen, sondern auch fühlen. Oh, da muss man sich ja festhalten. Oh, stimmt. Zugriff auf Datei mit dem bekanntesten Nintendo-Helden. Daten abrufen. Mario ist auf dem Weg zur Prinzessin. Sie hat ihn zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Doch bevor Mario zu diesem vielversprechenden Date erscheint, zeigt er dir erstmal, was er in seinem ersten 3D-Abenteuer so alles drauf hat. Dank des 3D-Analog-Joysticks kann er sich stufenlos in jede Richtung bewegen und die vielfältigsten Sprünge und Aktionen ausführen. Seiner Bewegungsfreiheit sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Und den totalen Überblick hat er auch. Denn mit den C-Knöpfen kannst du die Kameraperspektive beliebig einstellen. Mario betritt das Schloss. Doch was ist das? Die schöne Prinzessin ist verschwunden. Das Date ist geplatzt. Kein Wunder, denn die Prinzessin wurde von Bowser entführt. Dieser Halunke hat auch noch alle Powersterne geklaut und in den einzelnen Welten versteckt. Und Mario muss sie finden. Seine Suche führt ihn zu den abenteuerlichsten Orten. Zu einem Vulkan. In ein Geisterhaus.
ins ewige Eis. Sogar auf Hasenjagd. Versunkene Stadt. Auch in luftige Höhen. Alles natürlich in 3D. Kein Wunder, dass Super Mario 64 jetzt zum Konsolenspiel des Jahres gewählt wurde. Doch jetzt läuft Mario zu echten Höchstleistungen auf. Bist du bereit für das große Finale? Endlich haben sich die zwei gefunden. Here we go! Thank you so much for playing my game. Doch bis zum Happy End war es ein harter Weg. Mit dem Kaffee, Captain. Hm? Keine Zeit. Los, programmieren Sie die nächste Datei, Commander. Zu Befehl, Sir! Es folgt Datei 5. Welcome to Mario Kart! Mario Kart 64 ist wie geschaffen für die Vierspieler-Konsole Nintendo 64. Im heißesten Rennen der Welt heißt es Fun, Fun, Fun. Besonders im Battle-Modus geht's richtig zur Sache. Verschiedene Charaktere mit individuellen Fähigkeiten treten in diesem irrwitzigen Go-Kart-Rennen gegeneinander an. Im legendären Grand Prix-Modus werden Punkte für die Zeitschnellsten vergeben. Goldpokale erhältst du, wenn du die höchste Punktzahl erreicht hast und mit dem batteriegestützten Speicher kannst du die Spielstände sichern. Also rein in den Kart und ab geht's. Aufregende Action wartet auf dich, denn es gibt unzählige, völlig unterschiedliche Rennstrecken.
Außerdem hast du die Möglichkeit, immer wieder neue Abkürzungen zu finden, was dem Rennverlauf eine überraschende Wende geben kann. Stark. Rufen Sie gleich die nächste Datei auf. Jawohl, Sir. Action im Paradies. Die Sonne, das Meer und mega rasantes Jetski-Racing. Das hast du dir verdient. Wave Race. Die Meisterschaft der weltbesten Jetski-Fahrer findet auf den anspruchsvollsten Wasserrennstrecken unseres Planeten statt. Die Echtzeitsimulation des Wassers sieht absolut realistisch aus. Ständig müssen sich die Fahrer auf wechselnde Wellen und Witterungsbedingungen einstellen. Zunächst wählst du deinen Jetski aus und stimmst ihn auf dein persönliches Fahrverhalten ab. Neben der Meisterschaft gibt es das Zeitfahren, den spektakulären Stunt-Modus und den Zwei-Spieler-Modus. Den Ritt auf dem Delfin dürfen nur die besten Fahrer genießen. Hey, so einen Urlaub könnte ich auch mal gebrauchen. Wieso? Ihren letzten hatten Sie doch erst vor 5 Jahren. Gehen Sie lieber auf Automatik. Das explosive Spielvergnügen, jetzt erstmals in 3D, Bomberman 64. Der Bomberman-Planet ist in höchster Gefahr. Außerirdische wollen die Macht übernehmen und nur du kannst es verhindern. Dafür stehen dir unzählige Extras und tonnenweise bekannte und neue Bombenmanöver zur Verfügung. Deine Taktik ist entscheidend. Denn um das schwarze Schloss der Außerirdischen zu erreichen, musst du wirklich alle Rätsel knacken. In den 5 riesigen 3D-Welten kannst du die Perspektiven frei wählen und verfügst über totale Bewegungsfreiheit. Deine Erfolge werden automatisch auf dem batteriegestützten Speicher gesichert. Freu dich bloß nicht zu früh. Nicht alle Gegner sind so klein wie dieser hier.
Der Vier-Spieler-Modus besticht durch seine isometrische 3D-Perspektive. Das übertrifft alle Bomberman-Vorgänger bei weitem. Bombenstimmung pur. Wow, jetzt brauche ich einen Kaffee. Kommt sofort, Sir. Nur du kannst die Katastrophe verhindern. Die Situation? Transporter außer Kontrolle. Deine Aufgabe, Weg freilegen. Der rote Nukleartransporter ist leckgeschlagen. Er befindet sich auf direktem Weg zum gesicherten Sprenggebiet. Zusammen mit dem Blast Core Team musst du den Weg freiräumen und alle Bewohner evakuieren. Eine echte Herausforderung für die Besten. Ey, guck mal, das geht ja richtig ab! Ich meine, das ist eine wirklich schwierige Aufgabe, Sir. Sie haben recht. Das ist nichts für schwache Nerven. Dem Elite-Team stehen ganz spezielle Abrissfahrzeuge und Transportmittel zur Verfügung. Alle Fahrzeuge haben eine individuelle Steuerung und verfügen über unterschiedliche Techniken, den Weg freizulegen. Außerdem gibt es ganz spezielle Fahrzeuge für die Bonusrunden. Wenn du das Spiel komplett lösen willst, musst du in den entlegensten Winkeln der ganzen Welt 6 Atomwissenschaftler suchen. Um sie zu finden, musst du die Fahrzeuge immer wieder wechseln und sogar in unterirdische Züge einsteigen. Durch die intelligente Kameraführung wird jede Aktion spannend in Szene gesetzt. Außerdem kannst du selbst beliebig die Perspektive verändern. Entscheidend für den Erfolg deiner Mission ist nicht nur die Power deiner Fahrzeuge, sondern auch die ausgeklügelte Taktik. Die erste Maschine, die dir zur Verfügung steht, ist nicht immer die optimale. Oft führt nur die Kombination der Abbruchboliden und anderer Hilfsmittel zum Ziel. Das Blast Core Team erhält für gelöste Aufgaben Bronze-, Silber- oder Goldmedaillen. Die eingebaute Batterie speichert automatisch diese Auszeichnungen ab. Echte Abbruchprofis streben allerdings nach dem höchsten Rang, nach Platin. Show us what you've got. You can do this. Thank you.
technischen Raffinessen und das außergewöhnliche 3D-Level-Design ergeben die explosivste und innovativste Actionmischung dieses Jahres. Das sind brisante Informationen. Captain, der Computer sucht jetzt erneut. Suche beendet. Ergebnis positiv. Star Wars Shadows of the Empire. Das actionreiche Nintendo 64-Spiel, angelehnt an die berühmte Star Wars-Trilogie. Du schlüpfst in die Rolle von Dash Randa und bestehst neben Luke Skywalker die gefährlichsten Abenteuer. Zum Beispiel mit dem Snowspeeder auf dem Eisplaneten Hoth. Dort unterstützt du die Rebellen gegen die Truppen des Imperiums. Die AT-ATs sind gut gepanzert und sehr schwer zu besiegen. Nur mit einer genialen Taktik kannst du es schaffen. Doch es gibt unzählige andere Missionen auf den verschiedensten Planeten. Möge die Macht mit dir sein. Ausbildungsmaterial für die Akademie. Wenn Sie meinen, Sir. Vier Files folgen. Die Geschichte der Luftfahrt. 1997 wird sie neu geschrieben. Du bist Icarus. Und du bist Drachenflieger. Fliegst mit Motorkraft oder sogar mit Raketenantrieb. Manchmal auch nur in eine Richtung, mit dem Paraglider. Und auf abenteuerlichste Art und Weise. Oder auch mal richtig abgefahren. Erlebe die Geschichte der Luftfahrt neu mit Pilot Wings 64. Vielfältige Missionen, unzählige Fluglizenzen und die präzise Steuerung machen Pilot Wings 64 zu einem grenzenlosen Flugspaß. Mischief Makers spielt auf dem Planeten Clancer. Professor Theo, der Erfinder des Robotermädchens Marina, wurde entführt. Und Marina setzt nun alles dran, ihm aus der Patsche zu helfen. Zusammen mit Marina triffst du auf die Bewohner des Planeten. Auf die Guten, aber auch auf die Bösen. Um ans Ziel zu gelangen, musst du die unterschiedlichsten Aufgaben in über 50 Level lösen. Dabei stehen Marina die verrücktesten Aktionsmöglichkeiten zur Verfügung, wie zum Beispiel Düsenantrieb, verschiedene Waffen, Sprungfedern, zeitgezündete Bomben, diverse Fortbewegungsmittel und vieles mehr. Jeder Level und die Spielzeit werden automatisch auf dem batteriegestützten Speicher gesichert. Bevor der Professor befreit werden kann, muss sich Marina noch einigen Gegnern stellen. Extreme G, das Motorradrennen des 21. Jahrhunderts, ist da. Die 12 abgefahrensten Strecken der Galaxie warten auf dich.
auf futuristisch designten Bikes spürst du jeden Stoß, jeden Treffer. Das Rumble Pack macht's möglich. Basic Techno Beats, rasende Action für 1 bis 4 Spieler. Und falls dich jemand überholt, kannst du ja eins der unzähligen Waffensysteme aktivieren. Die Welt retten. Das Schicksal unserer Zukunft liegt in deinen Händen. Durch die Motion Capture Technik sind die Gegner unglaublich realistisch animiert. Die Welten sind riesig und du musst sie sehr genau erkunden. Ein Blick auf die Karte erleichtert dir die Orientierung. Um das Abenteuer zu bestehen, hast du ein umfangreiches Waffenarsenal zur Verfügung. Die Spielstände werden mit dem Controller Pack abgespeichert. Zwischenbilanz. Bisher 12 Software-Dateien, davon 5 für 4 Spieler gleichzeitig. Geh jetzt in Spezialdatei. Die populärsten Sportarten jetzt auf Nintendo 64. Vielfältig und realistisch wie nie zuvor. International Superstar Soccer. Mach dein Zimmer zum Fußballstadion mit International Superstar Soccer 64. Präzise Flankenbälle, schnelle Doppelpässe, gekonnte Dribblings und packende Torraumszenen. Und du bist mittendrin. 36 Nationalmannschaften treten in den großen Stadien der Welt gegeneinander an. Unterschiedliche Witterungsbedingungen, Flutlicht, raffinierte Spieltaktiken und deine persönliche Mannschaftsaufstellung. Alle Optionen sind individuell einstellbar. Über das Controller Pack kannst du sogar neue Spieler kreieren und abspeichern. Und wenn's auch nach der Verlängerung unentschieden steht, kommt es zum Elfmeterschießen. Bis zu 4 Spieler können in allen möglichen Kombinationen mit oder gegeneinander antreten. Sogar 4 Spieler gemeinsam in einer Mannschaft. And this game is underway. Pippen. Der perfekteste Basketball der Welt wird in Amerika in der NBA gespielt. Dennis Rodman, Scottie Pippen oder Detlef Schrempf. Bei NBA Hangtime kannst du einer der ganz Großen sein. Gespielt wird 2-on-2, das heißt jeweils 2 Spieler in einer Mannschaft treten gegeneinander an. Durch 3 Körbe in Folge erhält der Spieler einen Special Move, den brennenden Ball. Alle NBA-Teams mit Originalspielern sind vertreten, aber zusätzlich kannst du eigene Spieler kreieren und per Controller-Pack abspeichern. Baba. Oh. Besonders viel Spaß machen die spektakulären Dunks. Oh,
Im Vier-Spieler-Modus übernimmt jeder Spieler einen Sportler. Wayne Gretzky, der berühmteste Eishockeyspieler der Welt, steht Pate für diese actionreiche Eishockeysimulation. In Wayne Gretzkys 3D-Hockey tritt die gesamte amerikanische Eishockey-Elite, insgesamt 26 Teams, gegeneinander an. Die Anzahl der Spieler auf dem Eis sowie die Spielfeldgröße sind individuell einstellbar. Heute spielen die Mighty Ducks Anaheim gegen die Red Wings Detroit. Und nach dem ersten Drittel steht es 3:0. Durch ein wunderschön herausgespieltes Tor gelingt den Red Wings der Anschlusstreffer. Dank der geschickteren Taktik haben die Red Wings die Nase vorn und holen auf. Ein schneller Pass, der knallharte Powershot und es steht 4:3. Realismus pur. Durch ein Eigentor kurz vor Schluss gelingt den Red Wings der Ausgleich. Ein fantastisches Match. Jetzt entscheidet im Sudden Death der nächste Torerfolg. Here's the draw. Oh, he took a shot. It's a blast. Individuell einstellbare Kameraposition, Zeitlupe und Replay, Passwort und Controller-Pack Speicherfunktion, Bodycheck, Schlagschuss, Powerplay, Crosscheck, Wayne Gretzkys 3D-Hockey ist eiskalte Action für 1 bis 4 Spieler. Am Ende gewinnen die Mighty Ducks Anaheim, verdient mit 5:4. Und was war in den anderen Eisstadien los? American Football. Spätestens seit der World League mit Frankfurt Galaxy oder Düsseldorf Rheinfire ist die amerikanischste aller Sportarten auch in Deutschland bekannt geworden. Und mit NFL Quarterback 98 kommt der Kampf um Yards und Punkte jetzt auf deinen Bildschirm. Bei diesem Spiel ist die Taktik entscheidend. Nachdem du den nächsten Spielzug bestimmt hast, kommt es darauf an, möglichst geschickt einen Pass zu werfen oder einen Run zu starten. Dies wird die gegnerische Mannschaft natürlich durch ihre taktischen Gegenzüge zu verhindern versuchen. In den größten Stadien Amerikas werden die Spiele ausgetragen und du bist live dabei. Das Größte für einen Footballspieler ist es, den vollendeten Pass bis in die gegnerische Endzone zum Touchdown zu tragen. Durch die High-Resolution-Grafik und die Motion-Capture-Technik werden die Spieler lebensecht dargestellt. Der Computer hat neue Daten gefunden. Ja, dann bringen Sie es schon auf den Monitor. Zu Befehl, Sir. We'll be right back.
wirklich beeindruckend, was da in nächster Zeit auf uns zukommt. Das kann man wohl sagen. Okay, Nintendo 64 hat eine unglaubliche Power. 64 Bits in dem 64 Bitzer. Ja, aber was mache ich unterwegs? Los, fragen Sie schon Ihren Computer. Ja, Sir. Öffne Sonderdatei. Action und Fun für immer und überall mit dem Game Boy Pocket Color. Kleiner, leichter, schärfer und in 7 poppigen Farben. Hier sind sie, die neuen Popstars. Blue Sky, Sunflower, Black Beauty, Ice Cube, Grasshopper, Strawberry und Silver Moon. Okay, ich habe genug gesehen. Mein Entschluss steht fest. Checken Sie die Koordinaten und geben Sie den Kurs ein. Wo soll's denn hingehen, Sir? Zum nächsten Nintendo-Händler.